Hallo, bestimmt hast du schon mal einen Frosch gesehen oder eine Kröte. Vielleicht hast du sie an Land hocken sehen, vielleicht hast du sie auch im Wasser schwimmen sehen. Das liegt daran, dass sie sowohl an Land als auch im Wasser leben. Was Frösche und Salamander gemeinsam haben und was sie unterscheidet, lernst du in diesem Video. Außerdem erfährst du, warum die Haut von Fröschen und Kröten immer feucht und glitschig ist. Frösche, Kröten und Salamander gehören zu den Lurchen. Die Lurche teilt man in Schwanzlurche und Froschlurche auf. Zu den Schwanzlurchen gehören alle Arten von Molchen und Salamandern. Ihnen ist gemein, dass auch die erwachsenen Tiere einen Schwanz besitzen. Zu den Froschlurchen gehören alle Unken, Frösche und Kröten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.